Es gibt tausend Möglichkeiten, eigene Transitions zu erstellen, aber die coolste und einfachste Methode sind Gradient Wipes. Und die möchte ich dir heute vorstellen in DaVinci Resolve. Und wir schauen uns mal so an, wie du eigene Transitions erstellen kannst. Auf geht's! Also hier bin ich in DaVinci Resolve und ich suche mir zuallererst mal ein Cross Dissolve aus meiner Effect Library hier oben raus und drop den hier rein. Und mit Rechtsklick auf den Cross Dissolve kann ich den in einen Fusion Cross Dissolve konvertieren. Denn nur so bekommen wir die Möglichkeit, eigene Transitions zu erstellen. Dann gehe ich hier oben in Fusion rein und öffne jetzt quasi diese Transition als eigene Fusion-Komposition. Ihr seht hier, wir haben Media in 1, was quasi unser erster Clip ist, der links in der Timeline kommt, und dann unser Media in 2, was unser nächster Clip ist, in den wir rein transition wollen. Und wichtig ist, dass ihr diese beiden Clips nicht verwechselt, weil ansonsten habt ihr eine Transition, die auf einmal mit dem falschen beginnt und mit dem falschen endet. Und dann für die Zeit der Transition sieht alles doof aus. Und diese beiden gehen hier in den Cross Dissolve. Und dieser Cross Dissolve ist das Rückgrat für die Art von Transitions, die ich dir heute zeigen will. Ich klicke hier mit Rechtsklick drauf und klicke mal auf Ungroup. Und dieser Cross Dissolve, der hat bereits einen Modifier, nämlich den NM Curves Modifier, der bestimmt, wie diese Transition über die gesamte Zeit geeased wird. Also wie der Verlauf ist. Soll der schnell sein, soll der weich sein und so weiter. Der Trick für die meisten Transitions ist es, diesen Dissolve anders einzustellen. Und das Coolste dabei ist, wir haben unter Operation verschiedene Modi, wie das Ding arbeiten soll. Wir haben hier zum Beispiel diesen Standard links nach rechts Wipe, den wir hier einstellen können. Aber das mit Abstand Coolste ist, das Ding auf Gradient Wipe zu stellen. Und jetzt wird er erstmal gar nichts machen, weil der Gradient Wipe braucht nämlich einen Input. Nämlich hier diesen pinken Pfeil. Und dieser Input sollte schwarz-weiß sein, weil das liest der Gradient Wipe Input aus für seine Transition. Und er geht dann von schwarz nach weiß. Als Beispiel hole ich hier mal einen Background rein, stell den hier auf Gradient und lass mir den anzeigen. Damit siehst du, habe ich einen Verlauf von schwarz nach weiß. Und wenn ich den jetzt in mein Gradient Wipe Feld einfüge, dann siehst du, habe ich jetzt einen Verlauf von links nach rechts, weil es immer von schwarz nach weiß geht. Wenn ich den jetzt ändern will, kann ich einfach hier meine Punkte nehmen und den anders positionieren und damit kommt der Vibe anders hin. Und du denkst dir jetzt, ey, die 90er haben angerufen und hätten gern die Star Wars Transitions wieder. Du, vollkommen legitim, aber das ist nur das, was er macht. Wie der Input aussieht, das bestimmst du. Ich gebe dir mal ein paar coole Beispiele. Okay, als kleines Beispiel ziehe ich hier mal jetzt eine Fast Noise Note rein. Lass die mir anzeigen. Unter Color stelle ich das Ganze auf komplett schwarz, damit es schwarz und weiß ist und nicht transparent und weiß. Und dann stelle ich das mal auf Gradient und auf Linear. Und jetzt habe ich hier quasi genau dasselbe wie mit dem Background. Nur, dass ich auch noch unter Scale eine Noise Scale einstellen kann und damit unterschiedliche Muster machen kann. Und unter Angle könnte ich jetzt meine Winkel verändern. Und wenn ich das hier einfüge in meinen Gradient Wipe, dann siehst du auch schon ganz klar, dass das Ding anders aussieht. Und schon viel interessanter als einfach nur einen komischen Vibe. Im Dissolve selber hast du unter Border die Möglichkeit, diese Grenzen hier noch hart mit einer Farbe nachzeichnen zu lassen. Und damit sieht das aus wie eine Welle, die sich reflektiert. Und diese welligen Transitions werden dir im Internet für 45 Euro als Pack verkauft, obwohl es nur ein Setup ist. Ich verstehe es nicht. Kriegt ihr bei mir in der Beschreibung unten for free übrigens. Wir können dem Ganzen natürlich noch eine andere Farbe geben. Und wir haben natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte meinen Verlauf von A nach B verändern. Und dann ändere ich einfach meine Punkte und schon geht es in die andere Richtung. Aber du kannst natürlich nicht nur Noise nehmen. Wie gesagt, dieses Input Gradient Wipe Image kann alles Mögliche sein. Ich hatte ja gesagt, der Wipe wird bestimmt durch das Bild, was wir hier drüben haben. Und wir können zum Beispiel das, was wir hier haben, natürlich in der Fast Noise selbst ändern. Oder wir holen uns noch was ganz anderes rein, nämlich eine Drip Note, die dann am Ende das Ganze wellig zeichnet. Und damit kriegen wir nochmal andere Effekte hin. Und du siehst schon, alleine mit einer weiteren Note haben wir die Möglichkeit, unseren Wipe ziemlich stark zu verändern. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um eigene Wipes zu gestalten. Okay, die einfachste Möglichkeit natürlich ist, den Gradient in der Fast Noise umzustellen. Zum Beispiel, indem ich unter Color gehe,
den einen linearen Gradient gebe und vielleicht die Scale in Y so weit verlängere, dass das schöne Nadeln ergibt. Und dann können wir natürlich unter Color den Gradient Type ändern. Wenn ich das jetzt so umstelle, aufgrund dessen, dass meine Eckpunkte hier ziemlich auf der Kante und vor allen Dingen außerhalb des Bildes sind, könnte ich, wenn ich den jetzt auf Angle stelle, eine Transition haben, die zuerst hier oben passiert und dann hier unten. Wenn ich den auf Radial stelle und einen Punkt sehr weit in die Mitte fahre, dann habe ich die Möglichkeit, so eine Transition zu erstellen, die aus der Mitte heraus geschieht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Text damit einbauen möchte, dann kann ich das tun, indem ich ganz einfach eine Textnode mir hier reinhole und die einfach hier über meinen Text drüber merge. Und damit siehst du, habe ich einen Text, der aufreißt und erst zum Schluss umfadet. Wenn ich das anders haben möchte, dann muss ich hier die Grauwerte ändern. Wir wissen ja, Schwarz beginnt zuerst zu transition, Weiß erst am Ende. Und das kann ich nutzen, indem ich einfach in meinen Text gehe und denen zum Beispiel ein tieferes Schwarz oder Grau gebe und in meiner Fast Noise den Gradient so umstelle. Und damit siehst du, wird zuerst mein Text angezeigt und dann kommt der Wipe. Aber mein Text blinkt so einmal auf. Das liegt an der Border und wenn ich das anders haben möchte, wenn ich dem Text zum Beispiel einen eigenen Wipe geben möchte, dann kann ich das tun, indem ich ganz einfach in meinen Text gehe unter Shading, unten unter Solid von Type auf Gradient umstelle und jetzt siehst du, hat mein Text bereits einen Gradient, der von oben nach unten geht und jetzt kann ich natürlich auch die letzte Farbe, ein dunkleres Grau geben. Damit habe ich einen Verlauf und damit swipe mein Text rein. Du siehst also, die Transition ist nur abhängig von den Verhältnissen an Schwarz- und Weißwerten hier in diesem Bild. Und ich könnte zum Beispiel meine Transition anpassen, indem ich hier zum Beispiel eine Vortex-Note hier reinziehe und dann unter Angle das ganze Ding eindrehe. Und du siehst, damit kriege ich einen anderen Verlauf hin, indem ich zum Beispiel eine Vortex-Note nehme. Wenn du es noch ein bisschen abstrakter magst, dann kannst du dir einfach Bilder aus dem Internet runterladen und diese per Loader Node in Fusion reinholen und die als Gradient Vibe nutzen. Für geometrische Formen ist allerdings eine Node ein richtiger Bringer und zwar der Mosaic Blur. Wenn ich also hier meinen Wipe habe, kann ich den aufwerten, indem ich ganz einfach hinter der Fast Noise mit Shift Space ein Mosaic Blur einfüge. Und wenn ich mir das anzeigen lasse, dann ist das by default erstmal ziemlich pixelig, aber ich kann die Pixelgröße umändern und ich kann mein Muster umstellen, zum Beispiel von Pixel auf Hexagon oder auf Triangle, was mir eine andere Form gibt. Und damit sind wir bei meinem Shape Wipe, den ich dir bereits als Free Preset hier drüben gegeben habe. Und wir können natürlich auch die Luminance, also Schwarz- und Weißwerte der beiden Videos miteinander nutzen. Und das heißt dann Luma Fade Transition. Und wenn du dir ein Preset dafür anlegen willst, dann schau dir mal dieses Video an. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.